Scheiße. Scheiße. Hallo Benno, willkommen bei Blau oder Schwatt. Hallo Robi. Benno, Dorf oder Stadt? Ganz klar das Dorf. Ich bin ja mit meinen Eltern aufs Dorf gezogen von Berlin. Und ja, hab das Landleben zu schätzen gelernt. Und ja, wir haben da 75 Einwohner, also so wirklich richtig Dorfleben. Und ja, das ist halt eine Lebenseinstellung, eine Lebensphilosophie, die ich sehr gerne habe. Und ja, auch gerne später dann nachher wieder aufs Dorf auch ziehen werde. Hund oder Katze? Schwierig, aber ich würde sagen Hund. Meine Freundin hat einen Hund, obwohl ich Allergiker bin. mag ich ihn trotzdem sehr gerne. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Ich reise sehr gerne und am liebsten mit wenig Gepäck in auch ungewöhnlichere Länder. Und ja, da ist der Rucksack, glaube ich, das Passende. Buch oder TV? Ich würde das Buch nehmen. Ich lese sehr gerne. Auch so mal die etwas schwierigere Lektüre. Und ich finde einfach, dass man da viel mehr mitnehmen kann. Und ja, es ist irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man ein Buch in der Hand hat. Tattoo oder Piercing? Ich habe gar nichts von beiden, also deswegen ist das schwer. Ja, dann würde ich lieber das Tattoo nehmen. Superman oder Batman? Batman, ganz klar. Ich war, oder so, wenn man jetzt von Comics ausgeht oder so, habe ich auf jeden Fall lieber Batman geschaut als Superman. Punkte oder Streifen? Streifen. Passend zum Hemd gerade, würde ich sagen, auf jeden Fall Streifen. Chaotisch oder ordentlich? Ich glaube, beides von beiden. Also es ist, wenn meine Freundin kommt, dann ist es sehr ordentlich. Aber ich glaube, wenn ich dann alleine bin oder sowas, dann kann es auch mal etwas chaotischer sein. Hamburger oder Steak? Steak. Zu Hause essen wir auch sehr viel Fleisch bei meinen Eltern, weil wir einen landwirtschaftlichen Betrieb haben mit Puten und so. Und da gab es immer auch so fleischmäßig sind wir da sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Ein ganz kleines Fleisch oder Steak beziehungsweise. Rücken oder Seitenschläfer? Ich bin Bauschläfer. Also keines. Danke, Benno. Gerne.